So, hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Let's Play GTA 5 mit dem Defense 87. Hallo zusammen. Wir verhöcken mit einem Rennerli an, und zwar ein Klassiker-Rennerli. Wir werden jetzt sehen, was wir für Autos können auswählen können. Du nimmst wahrscheinlich der Dings, deinen Aston Martin, gell? Ja, je nachdem. Manchmal ist es aber auch okay. Nein, aber da können wir... Easy. Lustigerweise kann ich kein eigenes Auto nehmen. Aha. Also ich schon. Ich schon. Ich kann meine Stinger GT und meinen Monroe kann ich nehmen. Ah, ich weiss wieso. Mein Aston Martin steht gerade im Polizeirevier. Scheiße. Naja, dann nehme ich halt. Soll ich das Ding nehmen oder Monroe? Dann nehme ich halt eine einfach so. Ich nehme das Dinger. Yeah, und schon geht's los. Das könnte jetzt schwierig werden. Also, so zur Info, das Auto, wenn ich da fahre, habe ich eigentlich genauso aussehend auch im Spiel. Genau, wir haben es ja schon gesehen in der letzten Folge. Stimmt, ich bin ja das Karre Hit jetzt auch gerne genommen, aber naja. Beschlagnahmt worden. Was ich mir übrigens nicht erklären kann. Ah, so. Hast du dir das nicht erklären? Ja, ist. Ich glaube, da bin ich irgendwie beschuldigt worden, weil ich gar nicht gemacht habe. Ui! Ja, komm, ich kann noch bremsen, aber ist dann nicht mehr geworden so. Ja, das ist jetzt gut gewesen. Das ist jetzt ganz jetzt, stark. Jetzt hat er eine Chance, hä? Ui. Oder, ah ganz... nein, dort hat er einen Unfall gebaut. Ui! Nein! Ich habe das Auto so etwas Fahrzeug... nicht im Griff, ey. Mein Fahrzeug, was macht der? Mein Fahrzeug habe ich nicht so im Griff. Oh, hallo, ciao. Das Problem, wenn ich mal stehe, ich komme fast nicht vom Fleck. Sobald mein Auto irgendwie ein bisschen Traktion am Heck verliert, dann bin ich, der ist verloren, der ist alles kaputt, der zertätscht es einfach. Feucht bis trocken. Heißt das Rennen, gell? Oh fuck, oh shit, Vom Layout habe ich jetzt irgendwie sogar das Gefühl, dass sie mal schon mal gefahren. Aber... Ja, ich gehe, wollte ich jetzt auch gerade sagen. Aber ist glaube ich nur in einer ähnlichen Gegend. Ja, irgendwie so, ja. Das erste mit dem Asea gegen den. Da mit dem Duke, glaube ich, ist das gesehen oder so. Ja. Yeah. So, aber der Stutz auf. Ich muss sagen, das Auto ist dafür, dass es nicht einmal tuned ist, recht schnell. Achtung, ja, das ist Dings. Der Bungee-Effekt, weil mein Auto ist sicherlich viel, viel schneller als dein. Ja, das kann schon sein. Das kostet auch etwas Dreifache fast. Ja. Achtung! Also... Ich hatte den ein Pfälzer! Ein SL 63 oder 65 AMG ist doch das. Ich glaube, das ist einfach etwas. Pfälzer, Benefactor. Scheiße, jetzt gewinnt der noch mit seinem Serienauto. Oh Gott, verdammt, ich sehe ihn noch einmal! Ach, es hat zählt. Gut, dann fahre ich weiter. Nein, es sind zwei Runden, aber wir sind immer der Erste. Es sind also machbare Sachen für dich noch aufzuholen. Ja, ich hätte auch den Monroe nehmen, aber naja. Monroe hat man schon gesehen und das Ding glaube ich noch nicht. Das ist da wieder so ein Prius. Ein Prius? Mein Lieblingsauto im Spiel, gell? Umwelt! Mein Motto! Effizient! Come on, schneller! Stinger! Was? 100 Meilen? Die fahren mindestens 130. Also bei mir geht es gerade bergauf und ich fahre 100. Meilen. Also etwa 160. Mm. Ich fahre gerade mal First Person für ein Moment. Ui! Schon wieder so, ein Pfälzer! Ui! Da vorne beginnt dann meine zweite Runde. Dami sich! Ah, das ist jetzt so knapp gewesen. So, das ist es jetzt für mich da. Spurwechsel! Ich habe wieder mal einen Weltrekord. Das verstehe ich nicht so ganz, wie das da gerechnet wird. Ich auch nicht. Vielleicht pro Fahrzeug. Ui! Nein, aber ich garantiert ist doch schon mal über mit so einem Fahrzeug. Scheiße, nein, ich bin ja hier völlig am Fehlen. Was ist mit mir ein Stinger los? Wahrscheinlich bin ich einfach ein schlechter Fahrer. Ja, das wird sein. Dir fehlt Real Racing Experience. Ja, die Real Racing Experience, die fehlt mir wirklich. Ja! Wo ist der da stehen?
Bist du in die Lieblings-SUV reingefahren? Ja. Am Centurion. Ich bin doch erstaunt, wie gut das die Karre serienmäßig läuft. Ja. Das gibt's doch nicht. Nein! Hat sie zertatscht? Kommt doch nicht weg, da der Bärwurf. Huh, ich würde sagen, ui. Ich bin hier auch gerade irgendwie ganz langsam am Fahren. Zu viel Verkehr, ui. Aber ich bin mir schon froh, dass mir GTA noch Spaß macht, weil, also auf der PS4 muss ich sagen, allgemein ist es bis jetzt oh, ein Spiel. Was hast du gemacht? Weg! Aus dem Weg, also, Siebner! Zurück zum Thema. Ich würde sagen, das ist das einzige Spiel, das es wirklich gibt, wo ich mir Scheiße, auf der PS4 zum Kaufen. Beziehungsweise, Entschuldigung, was ist los? Es gibt, bist du der Meinung, es gibt schon viel gute andere Spiele für die neue Konsole? Ja, viel wahrscheinlich nicht, aber nicht, was ich würde spielen. Ja, das ist natürlich schon Ansichtssache. Was ist so Dings, cool? Destiny. Ja. Destiny soll gut sein. Entschuldigung. Destiny soll gut sein. Okay. Aber das sagt mir halt nicht. Ich bin, ja. Ja, wir reden auch nicht. Den Crew habe ich mir gekauft, aber das ist einfach Tarphysik so etwas von enttäuschend. Ja, man hat es schon im Trailer gesehen. Also, ich habe noch das Spiel selber ist wirklich in Ordnung und die Grafik ist halt auch auf PS3-Niveau, das ist halt auch nicht. Ja. Und Tarphysik ist wirklich für nichts. Und auch die Story, also ich habe den Vorgänger gespielt, das Gleiche, was San Francisco, das ist wirklich 100-mal besser gewesen. Das ist das Auto auf dem Grün! Hast du das Auto auch gesehen? Nein! Ah! Ui! Da sieht man halt, wer die Real Racing Experience mehr hat von uns zwei. Ja. Ja, Destiny, ich kann gar nicht mal da, aber ich bin nicht mit befasst. Ja, es ist halt, ja, ich gehe nicht gross, aber bei uns im Geschäft gibt es halt einige Leute, die das spielen. Okay. Drive Club ist ja auch so, ist das auch noch so ein Rennspiel, das wirklich schön gemacht ist. Aber ja, Drive Club, ja. Es kostet 100 Pfund, also 100 Stutz. Pfälzer! So. Ja, das ist halt schon ein bisschen teuer, finde ich. Und vor allem, es ist halt auch, die Autos zwar sehen wirklich alles schön aus, aber es hat keine wirkliche Story. Und man fährt ein bisschen komische Rennen mit irgendwelchen Luxusautos. Ja. Und werden abgesperrt Strecken. Ja. Es läuft gerade Queen, habe ich gerade gemerkt im Radio. Geil. Und schon ist es vorbei, weil ich wieder letzt bin. Ich hoffe, da ist ich. Uiuiui. Hui. Sieht dynamisch aus. Uiuiui. Der Pfälzer dort, ey. Zwei, das ist ja. Das ist ein Blamage. Ja. Uiuiui. Gut. Ich würde sagen, wir haben uns jetzt das so vorgestellt, dass wir einfach die Ladezeiten und so euch nicht mehr zeigen, ja, sehr schön. Oh, sondern dass wir uns dann gerade wieder im Missionli wiedersehen. So, da sind wir auch schon wieder im Missionli. Wir machen Probleme am Pier, da müssen wir irgendwo am F abholen und ich würde sagen, da fahren wir doch jetzt gleich her mit uns nachher. Mit meinem wunderschönen 1970er Skyline und hier mit dem 69er Charger. Gut, warte. Ich muss gerade schnell ein Wegpünktchen setzen, das hätte ich vorher können machen können. Ich war noch zu viel. Gut. Wartest du nicht, wegen Konvoi? Ja, können wir sein. Ja. Ich weiß nicht, ob ich richtig sage, aber nein. Ja. Ihr seht es schon. Ui. Was wird das da? Ups, warte, ich tue schnell irgendeinen besseren Radiosender. Country-Musik. Ja, das ist immer gut. Oh shit. Ups, zertatscht, ui. Du fährst falsch. Ja, ich muss da rechts abbiegen und dann alles geht aus und bin ich genau am richtigen Ort. Ich fahre auf der Autobahn. Oh, das ist im Griff. Leckt es bei mir schon wieder. Das ist schon unglaublich immer wieder. Ja. Das ist das zweite im Server und in der Stadt rein leckt es. Ja, das ist super, he? PS4. Überall in zwei Vorhaben. Und jetzt kannst du endlich mal nicht sagen, mein PC ist scheiße. Die PC ist wirklich scheiße. Wir fahren übrigens parallel, also mehr oder weniger. Ich einfach auf der Autobahn und du auf der öffentlichen Straße. Wenn du eine Zerstörte. Knappe Sache. Scheiße. Ja, ich mach da kein Rennen. Also. Ja. Müsste ich mich auch noch konzentrieren beim Fahren. Uiuiui. Au.
Wo kann ich da gerade ausfahren? Ah, dann muss ich da. Ah, dann muss ich jetzt hier wieder die Stegen abfahren, as always. Oh, das habe ich ganz vergessen. Der du bist auf der falschen Seite, also ich bin jetzt hier. Ja, ja. Der hohe Volleyballnetz, der da aufgespannt ist, der ist hart, wie weiß auch nicht was. Entschuldigung, ja. Mutter, musst schnell durch. Du bist eine dumme Idee, hä? Ja, das war glaube ich eine ziemlich dumme Idee, ja. Das hast du. Jetzt hast du nämlich schon alle aktiviert, sehr schön gemacht. Ja, mach mal so, du fängst von dort an, ich fange von da an. Ja, ist gut. Weg mit euch! Wieso können wir die raus? Nein! Das ist nicht gut. Moment, ich muss ein anderes Waffel haben. Da hat er's. Ja. Von der anderen Seite schnell schauen. Oh. Ich hab's nicht im Griff. So schiesse. So tut man zoomen. Ja, schon lange nicht mehr gespielt, ja. Ist einer. Ah, weg ist er. Du bist das dort, ja. Ja. Gut. Schnell da. Also ich nehm's mit, okay? Ja. Fahr geschwind mit dem Auto hin. So. Da ist es irgendwo, da neben mir. Wo ist es? Wo ist es? Da, ich seh's. Wolltest du mich in diesem lustigen Transporter mitnehmen? Losten Transporter? Kann ich schon. Ich will mit dem gehen. Ja, aber der sitzt sich hinten. Ja, voll. Du musst glaube kurz warten, bis ich drinnen bin. Jetzt. Ja, genau. Das ich würde rückwärts raus. Ich würde rückwärts raus. Das ist auf mein hoher Göppel. Und dann stelle ich den geschwind weg. Oder du tust hier über die Töpfe rüber. Geht schon. Da, guck, da. Okay. Wach. Gut. Entschuldigung! Ja, das ist in der Hälfte. So. Warum musst du ausgerechnet da durchfahren? Ich bin im Navi-Punkt noch und ich kann ja nicht mehr in die andere Richtung. Navi hat ja irgendwie den Zeichen gezeigt, hätte ich das mal unterpasst, als man fällt. Okay. Also ich merke, du hast es schon im Griff, muss ich schon. Ja, ja. Ich muss wirklich sagen, dass hast es wirklich voll im Griff. Was wird das da hinten jetzt? Ah! Ja. Willst du jetzt mal die Tür zu machen? Ja, irgendwie im Moment macht er nicht Anstalt, jetzt macht er sie zu. Schau, jetzt kann ich sie wieder auftun und dann macht er sie wieder zu, sobald ich wegschaue. Oh, ja, da ist sie zu. Du, soll ich lieber fahren? Nein, ja, schon. So ein Lostentransporter hat noch Style in der Garage, findest du nicht? Das ist übrigens kein Vollgas, ja schon. Ich glaube, das muss ich nachher mal ausprobieren, ob man den in die Garage reinstellen kann. Bei gewissen Herren geht es nämlich. Zum Beispiel auch bei dem Ding, beim Weasel News Transporter. Ja, voll. So. Gut. So ganz schnell ist es nicht. Nein, schnell ist es wirklich nicht. Hoppla! Ist die Tür schon wieder offen, es zieht! Noch ein bisschen rausschiessen! Bist du im Zug? Ja. Ach, da sind wir schon fast, ja. Da vorne, oder? Ah nein, ich bin da rein. Ich bin offen. Hey, überfahr mich nicht! Hä? Hey. Du kannst doch nicht aussteigen da! Schlag schnell bleiben, bis wir unsere endgültige Parkposition erreicht haben. Gut, da sind wir schon. Katzin! Grüezi! Grüezi, Päckli für Sie! Oh Mann. Siehst du aus? Er sieht auch aus, du. So ein... Oh Mann. Der Gott, was ich jetzt du glaub, mit deinen pinkigen Schuhen. Die haben Style. Easy. Ich würde sagen, wir machen doch noch ein Rennen, oder? Kann man machen, ja. Easy, bis nachher. So, und da sind wir auch schon wieder. Im Rennen, wir machen ein kleines Geländerennen. Mal schauen, was ich da für ein Auto nehme. Das nehme ich mein eigenes da. Ich nehme den Rostigen Rebell. Karin Rostigen Rebell.
Nimmst du auch den? Ja, logisch. Oder willst du nicht mit dem Dings kommen, mit dem SUV da? Mit dem... Nein, der ist unter SUV, nicht unter Gelände. Ah, ist das ein spezielles... Ah, okay, das sind zwei verschiedene Dings. Ich wäre bereit. Ja, ich auch. Und da geht's los. So, jetzt machen wir Rally.com. Oh ja. Hast du deinen Leistungstune? Mit dem Spreidi-Penis auf der Seite. Da innen ist 100% seriemässig. Aber wir werden sehen. Yeah, Licht! Aber ich bin Wasser schnuppen. Da! Ui! Haben wir im Griff? Jetzt habe ich gerade meine geschätzte 24 Zoll Felge kaputt gemacht. Könnte jemand auch noch kommen. Ich dachte 20. Oh, von lauter Felge, ich bin doch ein Mongo. Bist du nicht mehr reingefahren? Nein, ich bin vorbei gefahren. Okay. Ui, wo geht's denn da durch, du? Das ist Hyundai Coupé! Genialst! Oh, da geht's rein! Bist du drüber gefahren, oder was? Nein! Ich komme raus, riskantes Einspurversuch und er nimmt die Handbremse und es dreht ihn einfach. Ich bin ihm vor die Schnur gefahren, er nimmt die Handbremse und es dreht ihn. Gut. Ach Scheiße. Oh shit. Ah, da kommt das Auto. Da muss man gegen ein bisschen aufpassen, dass man nicht ins Wasser reinfährt. Ui! Ich glaube mit den kleineren Autos, also mit einem Quad oder so, werden wir da besser durchkommen. Der Sanchez ist eh der schnellste. Hast du den auswählen? Ich habe gar nicht geschaut. Ja, ich mache ihn. Nur näher am Wasser, wenn sie den Punkt nicht machen. Hätte es also können Licht im Wasser machen, weißt du? Ja, lustig. Oh shit, das wird. Okay, ist gegangen. Schnellste Runde. Ja, ja. Wollen wir laufen durch? Sieh! Nein! Nein! Die hat zertatscht nicht mehr an dort. Ui! Habe ich Tisch gefahren. Eben, sag ich ja. Das ist das Ziel. Ui! Ui! Jetzt hat mich einen abgeschossen. Jetzt hat es mich. Nein! Ich mache ja auch den Scheiß, also du hast noch Zeit. Wird aber eng. Ich höre mal ein bisschen Hupen bei dir. Das ist aber leider bei mir und nicht. Ja. Dass ich hinter dir bin. Hey, da hat es sehr viele verpackte Autos. Halt mir dazu. Einfach mal reinfahren, tack, tack, tack. Ja. Wie du fahren, ja. Da steht einer mit der Vespa steht auf der Autobahn und bleibt einfach stehen. Nein, jetzt habe ich mich... Also Vespa ist super. So viel Blödheit in einem Rennen. Jetzt habe ich mich so über eine Leitplanke. Die Leitplanke ist genau zwischen den Rädern gewesen. Oh Mann. Oh nein! Ui! Ui, ich bin ins Wasser getatscht! Im Punkt noch sehe ich, als wärst du im Wasser. Ja, ich bin ins Wasser gefahren. Das hast du richtig gesehen. Ja, schön. Nein, mal da jetzt. Mal gut, ja. Siebenmal überschlagen. Und jetzt, ja, jetzt ins Wasser rein. Das ist ein scheiß Rennen. Ui! Nein! Nein, komm, nein, nicht so nah vor dem Ziel. Gott, da mich nochmal, nein! Willst du ja wissen, wo ich bin? Ich bin anywhere. Was ist jetzt denn gerade? Nicht schon wieder! Hat sie schon wieder zertatscht? Ich sehe jetzt gerade das Latt. Hehe.
Ja! Du hast es schon nicht so im Griff. Null. Jetzt habe ich wieder hinterher schauen, weil ich an die Tabelle nehmen wollte zuschauen und ja, dumme Ausrede. Ja. Seich. Nee. Naja. Ja, da kann man wohl nichts machen, hä? Ja, da kann man wohl nichts machen. Tja, dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Let's Play GTA 5. Ja, Petri heilt. Ciao zusammen.